Hallo ihr Lieben, ich habe heute mal wieder ein neues Büchervideo für euch. Heute geht es um ein Genre, das ich abgöttisch liebe. Und zwar das Genre, oder das Untergenre New Adult. In New Adult Büchern geht es ja eigentlich so gut wie immer um Protagonisten, die so zwischen 18, 19 und Mitte 20 sind ungefähr. Und es geht eigentlich immer um Liebe, um zwei Menschen, die sich finden oder wiederfinden oder wie auch immer. Und Schicksalsschläge, ums Erwachsenwerden, um die erste große Liebe und um, ja, die düstere Vergangenheit, die man eventuell mit sich schleppt. Und ich liebe diese Bücher so, so sehr. Und ich habe in den letzten Jahren tatsächlich einige gelesen. Und deshalb dachte ich, ich stelle euch heute mal meine absoluten Favoriten vor. Natürlich habe ich noch viel mehr Favoriten in dem Genre. Wenn ihr also einen zweiten Teil sehen wollt, sagt auf jeden Fall Bescheid. Und schreibt mir auch unbedingt mal eure allerliebsten New Adult Bücher in die Kommentare. Das würde mich mega interessieren. Oder auch, was euch bei New Adult Büchern so am meisten gefällt. Also was ihr da besonders gerne habt. Und ich würde sagen, wir starten mal direkt. Ich habe jetzt tatsächlich so zwei etwas ältere Bücher. Ein mittelaltes, beziehungsweise eher neuer und zwei eher ganz neuere. Fangen wir mit einem der älteren an. Aber trotzdem meine ungeschlagene Nummer 1, für immer und ewig, glaube ich. Natürlich, Trust Again von der lieben Mona Kasten. Ich liebe die Again-Reihe. Das hier ist der zweite Teil, aber man kann alle Teile unabhängig voneinander theoretisch lesen, weil es immer um ein anderes Pärchen geht, aber trotzdem irgendwie um eine Clique. Also die Protagonisten aus dem ersten Teil spielen dann hier so eine kleine Nebenrolle. Und die beiden in diesem Buch, das sind Spencer und Dawn. Und ich liebe Spencer. Oh. Also neben Will aus den Chroniken der Schattenjägern, also Clockwork Angel und sowas, neben Will ist Spencer mein absoluter Book Boyfriend, Ehemann, wie auch immer. Ich liebe ihn so, so sehr. Und ich liebe dieses Buch so, so sehr. Spencer ist ein ziemlich cooler Typ. Er hat voll Humor und sieht natürlich super aus und ist heiß, alles Mögliche. Und Dawn ist total aufgeweckt und cool und ich liebe Dawn. Und sie will eigentlich die Finger von Typen lassen, weil sie wurde sehr verletzt und sie hat keinen Bock mehr auf Typen und nee, Aber irgendwie kämpft sich Spencer so in ihr Herz, obwohl sie es nicht will. Und auch er hat mit etwas zu kämpfen. Oh mein Gott, Leute, ich will euch einfach nicht so viel verraten. Lest es einfach, lest es wirklich. Ich habe jedes der Again-Bücher locker in einem Tag jeweils gelesen, weil man fängt an und man ist direkt wieder durch, weil es einfach so... Man muss die ganze Zeit hier weiterlesen. Deshalb ist die Again-Reihe meine absolute Lieblings-New Adult-Reihe. Ja, ich verlinke euch auch mal Begin Again. Das ist der erste Teil unten in der Infobox. Allgemein verlinke ich euch auch alle Bücher unten in der Infobox. Dann könnt ihr euch da mal reinklicken und nochmal ein bisschen nachlesen, wenn ihr was genauer wissen wollt. Dann ein etwas neueres Buch jetzt zur Abwechslung. Und zwar Wir sind das Feuer von der lieben Sophie Bichon. Dieses Buch hat mich auch richtig umgehauen. Ich war danach so richtig aufgelöst und fertig mit meinem Leben, weil ich es einfach nicht habe kommen sehen. Dazu gibt es einen zweiten Teil, Wir sind der Sturm. Der erscheint dann im Mai, also den habe ich noch nicht gelesen. Aber der erste Teil war schon so, so wundervoll. Hier geht es um Luisa und Paul und Luisa fängt an, am Redstone College an zu studieren. Und dort trifft sie auf Paul und zwischen den beiden funkt es irgendwie und sie kommen sich näher und sie kann sich endlich wieder unbeschwert und frei fühlen, weil sie etwas sehr, sehr Schlimmes in ihrer Vergangenheit erlebt hat. Aber er hilft ihr irgendwie, dass sie wieder sie selbst sein kann. Aber Paul trägt auch etwas in sich, beziehungsweise mit sich mit, was eventuell die ganze Liebe zerstören könnte. Und dieses Buch ist einfach so wunderschön geschrieben. Sophies Schreibstil ist einfach der Burner, Leute. Also mal ganz ehrlich, richtig poetisch und richtig schön. Und da sind halt auch so ganz viele kleine Besonderheiten drin und es hat mir so, so viel Spaß gemacht, das zu lesen. Ich habe es in einem Rutsch, an einem Mittag durchgelesen und ich freue mich schon so hart auf Band 2. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Deshalb schaut euch das Buch gerne mal an. Ihr werdet es nicht bereuen. Dann haben wir jetzt noch Show Me the Stars von Kira Moon. Das Ganze ist ja eine Trilogie, die Leuchtturm-Trilogie von Kira Moon. Und das hier ist der erste Teil. Und das Setting ist hier einfach das, was mich so krass von den Socken gehauen hat. Oder aus den Socken gehauen hat. Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher. Ich bin nicht so gut bei Sprichwörtern. Aber es geht um Liv und Liv geht es gerade nicht so gut, denn sie hat ihren Job verloren und es läuft einfach nicht so richtig für sie. Und dann tut sich ihr plötzlich ein Angebot auf und zwar gibt es in Irland einen Leuchtturm, der so richtig am Arsch der Welt ist, so richtig in der Pampa. Und der Besitzer von diesem Leuchtturm sucht jemanden, der auf diesen Leuchtturm für 6 Monate aufpasst. Und Liv denkt sich so, alrighty, ich bin mal raus hier, adios muchachos. Und dann geht sie dorthin und sie denkt eigentlich, okay, geil, ich
bin einfach alleine, ich kann mich selbst finden, ich kann mir Gedanken über meine Zukunft machen, easy peasy, lemon squeezy. Da hat sie aber nicht die Rechnung mit dem heißen Iren Kier, ich glaube, man spricht ihn so aus, gemacht. Denn der ist aus diesem Ort und da lest es am besten selber. Ich will nicht zu viel verraten. Aber ganz ehrlich, Leute, ich finde dieses Buch einfach so, so cool. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht, das zu lesen, weil das Setting, also dieses irische Leuchtturm-Setting, einfach so besonders und so, so toll ist. Und ich persönlich lese einfach super gerne Bücher, die ein besonderes Setting haben, weil mich das dann irgendwie an so einen ganz anderen Ort bringt. Und deshalb werde ich auch auf jeden Fall noch die beiden anderen Bücher lesen. Da geht es dann auch um andere Pärchen. Und ich habe die auch schon in meinem Regal, die werde ich mir demnächst auf jeden Fall mal reinziehen. Schreibt mir auch unbedingt mal in die Kommentare, wenn ihr coole New Adult Bücher kennt mit besonderen Settings. Das würde mich auch nämlich mal mega interessieren, ob ihr da irgendwelche Empfehlungen für mich habt. Dann habe ich jetzt noch ein eher neues Buch für euch. Aber je nachdem, wann ihr das Video schaut, also vielleicht schaut ihr das Video auch erst in ein oder zwei Jahren, wenn das Video jetzt hochgeladen ist oder so. Naja, aber zu diesem Zeitpunkt ist es noch eher neu. Und zwar ist es Bring Down the Stars von Emma Scott. Das ist auch eine Dilogie, also wenn ihr dieses Buch fertig gelesen habt, werdet ihr Band 2 brauchen. Glaubt mir, ihr werdet Teil 2 brauchen. Eigentlich auch bei Sophies Buch, also hier auch, aber Teil 2 erscheint leider erst noch. Ich weine ein bisschen, weil ich noch nicht weiterlesen konnte. Aber hier habe ich Teil 2 auch schon weitergelesen. Das heißt Light Up the Sky, aber das hier ist der erste Teil. Und der war einfach so, so wunderschön. Emma Scotts Schreibstil ist einfach umwerfend. Sie schreibt so wunderschön poetisch. Und ich habe mir auch ein paar Zitate markiert, die mir einfach so, so gut gefallen haben. Und im Grunde geht es hier um Autumn, um Connor und um Weston. Und Autumn ist am College und eigentlich hat sie keinen Bock mehr auf Typen. Also, nee, ciao, ich lasse mal die Finger von denen. Dann trifft sie aber auf Connor. Und Connor ist so der Schönling. Oder der beliebte Typ so vom College und hat auch Kohle und sowas, ne? So das Typische. Aber er ist auch mega sympathisch. Also ich muss auch sagen, ich mag Connor wirklich sehr, sehr gerne. Und Connor steht dann irgendwie auf sie. Aber er denkt sich so, ich muss irgendwas Besonderes machen, damit sie auf mich steht. Weil so eine tolle Frau wie Autumn, die steht nie im Leben auf so jemanden wie mich. Ich muss da mal ein bisschen reinhauen. Und sein bester Freund Weston, ich liebe Weston so, so sehr. Der kann sehr, sehr gut schreiben, unter anderem auch so Gedichte. Und dann fragt Connor Weston nach ein wenig Hilfe und dieser hilft ihm, weil die sind beste Freunde. Und dann geht die ganze Liebesgeschichte so weiter und irgendwann passiert dann noch eine ziemlich krasse Sache. Und in Band 2 geht die Geschichte dann weiter und die nimmt dann eine ganz überraschende Wendung, die ich aber toll finde. Also nicht toll, aber irgendwie interessant, aber auch schön. Ich kann das schwer beschreiben. Ihr solltet es am besten selber lesen. Deswegen will ich jetzt nichts zum Inhalt vom zweiten Buch sagen, weil ihr erstmal das hier lesen solltet. Es ist auf jeden Fall eine wunderschöne Liebesgeschichte und gar nicht so dieses typische Dreiecks-Ding, was man so kennt. Weil ich mag eigentlich Dreiecksgeschichten nicht so gerne. Aber das hier ist was ganz Besonderes und ich fand es einfach so, so schön zu lesen. Und dann habe ich noch einen Roman von Colleen Hoover für euch und zwar Love and Confess. Und ich liebe die Bücher von Colleen Hoover. Aber Love and Confess fand ich, glaube ich, am aller tollsten. Und hier geht es um O'Byrne. Und O'Byrne hat früher in Dallas gelebt, aber sie musste ihre große Liebe dort hinter sich lassen. Und es war auch mit sehr, sehr viel Schmerz verbunden. Und 5 Jahre später ist sie jetzt aber zurück in der Stadt. Und es fällt ihr natürlich auch erstmal nicht ganz so leicht. Aber sie trifft dort auch noch auf Owen. Und erstens ist Owen unfassbar geil. Ich liebe Owen. Und er ist auch Künstler. Also, Moment, ich glaube, hier sind auch so Bilder. Ja. Seine Bilder sind dann hier auch drin, also richtig, richtig toll. Ich finde es einfach so ein super schöner Zusatz und fand ich auf jeden Fall eine tolle Sache. Jedenfalls knistert es dann zwischen denen und da bahnt sich so ein bisschen was an und sie fühlen sich zueinander hingezogen. Allerdings haben beide Geheimnisse voreinander und besonders das Geheimnis von Owen, das vielleicht sogar mit der Vergangenheit von O'Byrne zu tun hat, könnte das Glück von ihnen ruinieren. Ja, ich bin etwas theatralisch. I'm sorry. Aber ganz ehrlich, Leute, dieses Buch ist einfach so, so gut gewesen. Ich habe es vor Jahren gelesen, aber es ist mir einfach immer noch im Kopf geblieben. Und ich finde, solche Bücher muss man dann einfach weiterempfehlen. Und deshalb wollte ich euch dieses Buch mal näher bringen, denn es ist einfach so, so toll. Es ist so, so toll und die Geschichte ist so schön und Plot-Twist ist dabei und alles. Und es ist überhaupt nicht flach oder so und ich liebe es einfach. Schreibt mir jetzt mal unbedingt eure allerliebsten New Adult Romane in die Kommentare. Das würde mich sehr interessieren. Und wenn ihr neu hier seid, abonniert diesen Kanal sehr, sehr gerne für regelmäßige Videos zu Büchern, zu Serien und zu Filmen. Folgt mir auch gerne auf Instagram, da bin ich sehr aktiv. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns bald wieder und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!